Es geht weiter mit Edna bricht aus. Yippie-yay, Schweinebacken. Ab in den Wagen nochmal und gucken, was wir jetzt hier machen können. Oh, ein Erste-Hilfe-Kasten. Komm, den können wir uns nochmal schnappen. Den habe ich das letzte Mal gar nicht gesehen. Nanu? Der ist ja festgeschweißt. Oh nö, den brauchen wir bestimmt. Um irgendwie den anderen zu helfen, die sonst wo in den Büschen noch rumhängen. Hä? Meine ganzen Sachen sind ja weg. Alle weggefallen? Oh nein, auch der Comic und alles ist weg. Nanu? Leere Erste-Hilfe-Kästen pflastern den Weg meines Poloschlägers. Ibebe, was können wir denn da mal machen? Guck mal, Harvey, Erste-Hilfe. Das ist ja wohl frühestens Dritte-Hilfe. Der berühmte Dritte-Hilfe-Kasten. Eigentlich ist er gar keine große Hilfe. Also nur der dritte Kasten. Das sind wohl die ersten zwei. Im Logik-Nimbus. Ach, ja. Komm mit der Zickzackschere. Meine Zickzackschere ist schärfer als so manche Zeckenzange. Warum kannst du das nicht nehmen? Nanu? Festgeschweißt. Warum sind es immer Erste-Hilfe-Kästen? Es könnten doch auch Erste-Hilfe-Töpfe oder Erste-Hilfe-Etuis sein. Ein modisches Erste-Hilfe-Täschchen. Oder ein Erste-Hilfe-Jutesack. Mhm, wenn ihr meint. Kann ich das einfach vollkriegeln? Nee, das sind die Unterschriften von den Leuten. Einfach so. Mit irgendwie mit der Seitentür. Edna was hier. Überall muss der Kram drauf. Ja, da nochmal Edna hin. Oh Mann, der ist festgeschweißt. Ja, aber da muss man doch rankommen können. Gibt's doch nicht. Meine Topflappen stecken jedes Dreieckstuch in die Tasche. Ja, gut. Dann kann man hier Zündung machen. Hm, das Lenkradschloss ist aktiv. Das Radio an Lüftung, Aschenbecher. Guck mal, einmal Lüftung, Aschenbecher. Ich krieg den Gang nicht raus. Handbremse. Ich krieg den Gang. Ich krieg den. Der Zündschlüssel fehlt. Können wir da hier irgendwie das starten? Nee, ne? Guck mal, sie hat auch gar kein Inventar. Hm. Ja. Kann irgendwie nur eins zur Zeit machen. Da können wir wohl nichts machen. Aber ich glaube, die... Ja doch, die Handbremse ist gelöst. Ja, können wir hier raus? Abgeschlossen. Na, immerhin war sie hier. Steht ja da. Falls sie jemand sucht, ne? Aber sucht sie ja gar keiner. Aber wenn, dann sieht man, dass sie da war. Er kann doch unmöglich. Kann man da jetzt nicht hingehen? Da können wir nicht hin. Ja, dann gehe ich nochmal zurück jetzt, weil ich weiß ja auch nicht, was wir jetzt hier sollen. Ah, schön. Was sagt Poki hierzu? An diesem Screen gibt es eigentlich nur einen Hotspot, und zwar die Kirche. Ich weiß noch, dass ich das damals für grenzwertig hielt, als ich beim Benutzer Harvey mit Kirche geschrieben habe: Guck mal, Harvey. Ein Haus mit einer Zipfelmütze. Und Harvey antwortet, da wohnt bestimmt ein Clown. Ich dachte so, oh, kannst du den machen? Kannst du den machen? Mittlerweile bin ich da vielleicht ein bisschen abgestumpft. Ja, kannst du machen. Das Spiel ist sowieso durch. Also kann man machen. Ein Haus mit Zipfelmütze. Und Harvey sagt jetzt gar nichts dazu. Schade. Aber warum weiß Edna nicht, dass das eine Anstalt... Warum weiß warum weiß Edna nicht, dass das eine Kirche ist? Das sollte sie doch wissen. Ich geh mal hier hoch. Hier waren wir wohl auch noch nicht. Der Alu-Mann. Was macht der denn da? Nettes Plätzchen. Können wir erstmal bekriegeln hier die Bank. Wunderbar. Hey Alu, alter Freund. Niemand kann den Alu-Mann auf den Arm nehmen. Oh, Entschuldigung. Brauchst du das Antioxidationsmittel etwa noch? Ja. Und wann bist du damit fertig? Wenn ich endlich von einem Blitz getroffen wurde. Oh nein, er will wieder von dem Blitz getroffen werden.
Hallo Alu, alter Hund. Hast du den Unfall gut überstanden? Hast du den Unfall gut überstanden? Nicke, mucke, picke, backe, nicke, dacke, peng. Schön. Ja, was genau tust du da? Was genau tust du da? Als wir diesen Unfall hatten und ich im hohen Bogen durch die Luft geschleudert wurde, da hatte ich eine Erleuchtung. Schuhe, die mitwachsen. Quatsch. Ich weiß endlich, wie ich mich in ein Energiewesen verwandeln kann. Wir haben alle dafür gebetet. Ich muss mich nur von einem Blitz treffen lassen. Es sieht nicht so aus, als würde es heute noch gewittern. Wenn ich erst ein Energiewesen bin, kann ich es gewittern lassen, wann ich will. Wow, cool, ne? Hast du den Schlüsselmeister gesehen? Hast du den Schlüsselmeister gesehen? Der tut gut daran, sich nicht blicken zu lassen. Meine buddhistische Gesinnung verbietet mir natürlich jeden Groll. Aber ich glaube, Hoti und Moti sind recht wütend wegen des Unfalls. Die sahen mir eigentlich ganz versöhnt aus, wie sie da unten in der Limousine hockten. Sie wollen ihm sicher die Zunge rausreißen und die Wirbelsäule brechen. Hoti spielt Karten. Und dann biegen sie ihm die Fußnägel nach oben. Und Hoti schmückt eine Zigarette. Und ziehen seine Haut mit einem rostigen Nagel von den Bestimmt. Knochen. Bestimmt. Gut, dass ich so ausgeglichen bin. Ja, Gott sei Dank. Eine Straßensperre blockiert den Weg. Eine Straßensperre blockiert den Weg. Ist es wirklich die Sperre, die den Weg blockiert? Ist es nicht vielleicht doch eher deine Einstellung? Nein, es ist die Straßensperre. Man kann sie sogar von hier aus sehen. Da drüben, das ist sie. Ja, meinst du, dass die Schocktherapie lässt sich wieder umkehren? Leihst du mir das Antioxidationsmittel? Leihst du mir das Antioxidationsmittel? Nein. Ich brauche es, um meine Leitfähigkeit zu steigern. Wenn mich der Blitz getroffen hat, kannst du es haben. Na toll, dann würde ich es doch eh bekommen. Okay, meinst du die Schocktherapie und so? Interessanter Gedanke. Du meinst, man kann sich durch richtige Vorhersagen elektrisch aufladen? Was? Nein, das meinte ich ganz und gar nicht. Was ich meinte war... Elektrogeneration durch Präkognition. Das deckt sich mit meinen Theorien. Das würde bedeuten, dass ich als Energiewesen nicht nur omnipotent wäre, sondern auch omniszent. Wenn mich doch nur endlich dieser Blitz treffen würde. Ja, der Alu-Mann, ne? Der Alu-Mann, der, ja, was soll man dazu sagen? Ja. Viel Glück noch. Ich gehe jetzt. Mach keinen Unsinn. Ich glaube... Ich kann's dir nicht versprechen. Ich glaube, um an das Mittel zu kommen, wozu auch immer wir das brauchen, wie zum Beispiel vielleicht, um an den Erste-Hilfe-Kasten zu kommen oder weiß ich doch nicht, müssen wir einen Blitz machen, bestimmt. Das ist kein Mond. Das ist eine Raumstation. Bestimmt. Und hier findet für den Alu-Mann endlich die Umwandlung statt, die wir uns ja auch selbst alle wünschen. Und zwar verwandelt er sich endlich in ein Lichtwesen. Ja. Wer wünscht sich es nicht? Ja. Fuka. Genau, Poki. Genau dafür werden wir sorgen. Aber erstmal gehen wir nochmal runter. Den Alu-Mann haben wir also schon mal gefunden. Dann gehen wir mal Richtung Anstalt. Vergiss es. Dorthin bringen mich keine 10 Pferde mehr. Ach so. Oder andere Tiere. Da wir sie also gar nicht melden, hätte ja sein können, dass wir da noch jemanden finden. Dann gehen wir nochmal zur Böschung. Ja. Pokis Einsatz auch nochmal bitte hier. So, jetzt sind wir endlich im zweiten Kapitel von Edna bricht aus angelangt. Und damit ja auch beim ersten krassen Stimmungswechsel. Also ich habe mir Mühe gegeben, die Wendung, die innerhalb von Edna zum dritten Kapitel hin passiert, an dieser Stelle bereits subtil anzukündigen. Ab diesem Unfall, jetzt ist sie momentan noch sehr erleichtert, dass sie halt wirklich draußen ist, merkt sie aber fast von Screen zu Screen immer mehr, dass halt eigentlich alles gar nicht mehr so lustig ist, sondern dass es eigentlich schon immer ernster wird. Während sie in der Anstalt, dadurch, dass sie halt eingesperrt war von ihrem Gegner sozusagen alle Berechtigung hatte, so viel Chaos wie nur möglich anzustiften und was ihr unglaublich viel Spaß gemacht hat,
ist sie jetzt so ein bisschen, wird es halt jetzt so ein bisschen orientierungslos ab dieser Stelle. Ja, im zweiten Kapitel bekommt dieser Sachverhalt auch noch seinen ganz eigenen Showdown. Viel Spaß. Okay, weißt du Bescheid. Aber wir sind erst im zweiten Kapitel, mein lieber Schwan. Was kommt da denn noch alles auf uns zu, wenn das jetzt ganzen vielen Parts jetzt erste Kapitel erst waren? Ja, dann spielen wir wohl noch eine Weile. Tief und unergründlich. Müssen wir das Spiel gewinnen, aber wir hatten ja noch gar keinen Hinweis irgendwie. Ja. Brr, ist es nicht zu kalt zum Schwimmen? Können wir hier... Was soll ich denn mit einem Eimer Sumpf? Weiß ich nicht. Wir könnten dem bösen Lago La Grande eine Falle stellen. Wo schnappst du nur diesen Nonsens auf? Ich lese viel. Er liest viel, so ist das also. Ist hier nichts, was man irgendwie... Kann man hier nicht irgendwie vielleicht auf die andere Seite kommen oder so? Wenn ich wetten müsste, würde ich tippen, dass das Wasser kalt ist. Ich glaube nicht, dass man vom Mondschein wirklich sauber wird. Seit wann legst du Wert darauf, sauber zu sein? Naja, sonderlich dreckig wird man vom Mondschein sicher auch nicht. Du hast recht. Vergiss das mit dem Bad. Ich behalte den Poloschläger lieber griffbereit. Vielleicht wohnt ein unheimliches Sumpfding in diesem Modderloch. Hoffentlich spielt es auch so gerne Polo. Irgendwie ist hier nicht mehr viel. Können wir die Autotür irgendwie... das war jetzt zu viel irgendwie. Aus den Angeln, aus... Können wir denn da nochmal mitmachen? Bekriegeln höchstens noch. Ich habe diesen Unfall überlebt und alles, was ich bekam, war dieses Schleudertrauma. Genau. Kofferraum. Leer, bis auf ein Abschleppseil. Ja, immerhin. Hast du das jetzt schon? Nee. Ich nehme das Abschleppseil. Prima. Ist da noch irgendwas? Leer. Gut. Cool. Ein Seil kann man immer gut gebrauchen. Stimmt. Wenn wir da jetzt nochmal... Können wir uns da was bauen oder so? Um da rüber zu kommen? Keine Zeit zum Angeln. Genau. Wir sind ja nicht in Azeroth. Was auch immer das ist. So. Hier so irgendwie mit... Nee, da nicht. Okay, dann aber vielleicht woanders und können wir irgendwo rüberhangeln oder weiß ich doch nicht was. Kannst du das Abschleppseil sonst mal hier einmal ranmachen? Die kann da ruhig bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag unabgeschleppt liegen bleiben. Okay. Tja, dann nochmal hier hin. Ist hier noch irgendwas? Wo ist der Schlüsselmeister, der Hund, der uns hier in dieses Problem gebracht hat? Sonst wären Edna und die anderen schon frei. Mann. Vor allem Ausgang. Warum steht denn hier Ausgang? Gehe zu Lieferwagen. Hier stand doch gerade irgendwie was mit Ausgang. Ausgang. Ja. Hä? Okay. Blase. Kann das hier irgendwie runterlassen? Ist hier irgendwie ein Ast? Irgendwas? Mache ich denn jetzt mit dem Seil? Können wir das hier ranmachen? Oder da an den Hilfskasten? Den Erste-Hilfe-Kasten abschleppen? Genau. Sorry, ich bin allergisch auf Ironie. Gerade du? Ja, wenn das ein Abschleppseil ist, was mir jetzt gar nicht so bewusst war, ich habe jetzt nur an ein Seil gedacht, dann ist natürlich eher sinnvoll, die anderen beiden da mal rauszuholen. Damit die da mal frei sind. Aber das werden wir nicht einfach so schaffen. Vielleicht können wir denen überhaupt davon erzählen und die haben eine Idee. Oh, hallo. Hallo. Hast du alles gut überstanden? Ja. Oh Gott. Die beiden, ne? Ich geh dann. Lass dich. Ja, tschüss. Gut, dann nicht. So, es ist schon wieder... Ich hab's schon wieder ausgemacht hier, ne? Das blöde Inventar.
So. Abschleppseil. Ein Seil kann man... Ja. Mit? Das lege ich nicht wieder zurück. Dafür ist es... Ja, dann mach das mal wieder zu. So, den haben wir wieder zugemacht, den Kofferraum. Und jetzt ein Autowrack. Das führt zu nichts. Der Wagen hat Totalschaden. Selbst wenn ich ihn da wieder rausbekäme. Ach so, also den wollen wir da gar nicht raushaben, wieder den Wagen. Vielleicht sollen wir dann doch mit dem Seil wegen der Blitzgeschichte was bauen? Alu-Mann. Halt dich fest, Alu! Ich rette dich! Das ist lieb von dir, aber hochgradig unnötig. Was für dich so aussieht, als würde ich sehr, sehr, sehr langsam vom Geländer fallen, ist in Wirklichkeit eine Form der Meditation. Auf diese Weise mache ich Blitze auf mich aufmerksam. Und diese werden mich daraufhin in ein Energiewesen transformieren. Ja, mein Gott. Der Plan scheint perfekt. Laber mich nicht mit deinem Mist voll. Echt, wir müssen hier was Sinnvolles jetzt tun. Also, was Sinnvolles, in Anführungszeichen. Können wir uns das hier so heimlich wegschnappen? Oh, nee. Ich dachte... Nee. Okay. Dann nicht. Was machen wir denn mal mit dem Abschleppseil jetzt? Vor allem denk ich auch die ganze Zeit, dass man hier irgendwas machen müsste doch. Komm, an die Kirche, die viel zu weit weg ist. Das Seil ist zu kurz. Viel zu kurz. Nee, echt? Aber hier in diesem Bild kann man gerade gar nichts machen. Das ist doch komisch. Tja, was machen wir denn dann mal? Dann gehen wir nochmal ins Auto und gehen nach vorne. So Kupplung und allem, was da so zugehört. Weil ich nicht weiß, was sie jetzt hier machen will. Und ach ja, das Inventar kann man hier ja gar nicht benutzen. Radio, weiß ich nicht. Nochmal die Hupe vielleicht? Oder wir... Hey, was ist das? Ist da jemand im Auto? Kommt sie dann raus oder nicht? Nö. Der guckt dann nur blöd? Warum guckt der denn nur blöd und geht dann nicht mal hin? Ich krieg den Gang... Krieg den Gang nicht raus. Tja. Weiß ich nicht, was wir hier jetzt machen können. Ja, wir können das natürlich hier... Ich krieg den... Den Gang nicht wieder rein. Ich weiß ja nicht, was sie vorhat. Ich weiß ja nicht, was wir jetzt hier machen sollen. Sollen wir hier den Wagen wegrollen lassen? Oha, das Auto beginnt ja zu rollen. Ja, sehr gut. Hey, was soll das? Ja, das ist gut. Stopp! Ah! Blase. Ja, schön. Kann man jetzt hier hin, Brückengeländer? Da unten kann ich den Fluss sehen. Kannst du hier das Seil irgendwie ranmachen? Ja, habe ich mir irgendwie gedacht. Ich weiß nicht warum. Geht zur Straßensperre? Da sind noch weitere Fahrzeuge. Sogar die Polizei. Ich muss einen anderen Weg finden. Ja, dann gehen wir hier mal schnell runter. Oder? Können wir das jetzt benutzen? Von hier aus ist das zu gefährlich. Wo will sie denn dann hin? So, dann gehen wir wieder zurück. Ich habe das da rangemacht. So, manche Dinge gehen ja dann doch noch. Dann runter. Können wir jetzt hier... Ist da jetzt irgendwo das Seil vielleicht? Ja! Ach, wie cool. Wie pfiffig wir doch sind. Haha. So, jetzt frage ich mich, ob hier jemand ist, den wir kennen. Was haben wir denn hier? So. Mal gucken, ob hier irgendwas ist. Tor. Geht nicht. Das Schloss ist zugerostet. Komm, das können wir doch bestimmt abschlagen. Wie stellst du dir das vor? Soll ich den Rost einfach abklopfen?
Nee, aber das ganze Schloss halt, dachte ich so, damit wir es dann eben drüber klettern. Was sagt Harvey dazu? Was hältst du von diesem Tor, Harvey? Ah, unser Spezialgebiet. Tief und unergründlich. Ist hier irgendwas beim Busch, beim Baum? Ist hier irgendwas beim Schloss? Oder beim Tor? Rostig. Ja, weiß ich auch nicht. Geht der Schlüssel? Nanu? Das ist ja gar nicht abgeschlossen. Es ist einfach nur zugerostet. Dann brauchen wir dafür vielleicht das Antioxidationsmittel oder so. Kann das sein? Das sind leider nur Topflappen, keine Anti-Rostlappen. Ja, ich probiere einfach mal alles gerade aus, was halt geht. Ja, da fehlt definitiv eines von diesen Drücken- oder Ziehen-Schildern. Da müsste dann allerdings Verzweifeln draufstehen. Ich verstehe nicht, warum sie da nicht einfach drüber klettern kann, aber es soll natürlich auch eine Herausforderung sein in diesem Spiel hier. Ja, diese Herausforderung, würde ich sagen, stellen wir uns im nächsten Part von Edna bricht aus, Leute. Das ist ja noch sehr spannend hier, aber ich bin froh, dass wir schon wieder ein Stückchen weitergekommen sind. Also, bis dann!